Frage. Hat sie noch ein bisschen was anderes jetzt zu erzählen? Wahrscheinlich nicht. Entschuldigung, Miss Taylor? Ja. Oh doch. Was halten Sie von Mr. Graham? Er ist ein guter Agent. Etwas zu steif und humorlos für meinen Geschmack, aber er ist gut. Okay, er scheint Sie nicht zu mögen. Sie scheinen ihn nicht zu mögen. Machen wir mal so. Er scheint Sie nicht zu mögen. Ich weiß. Ich halte mich selten an Regeln und Konventionen. Das verträgt er nicht. Er scheint sehr militärisch korrekt zu sein. Sie sind also Professor der Psychologie? Nein, Physik. Warum? Ah, ach so. Nee, nichts. Wie Sie meinen. Okay, was haben wir denn hier für Gegenstände? Wir haben wieder eine Heizung, können wir reparieren. Ich fasse heute Nacht keine Heizung mehr an. Okay, was haben wir hier? Ein Bild. Toll. Toll. Eine Balkontür haben wir ja auch. Ein kleiner Balkon, der einen Innenhof überblickt. Verschlossen. Das ist der Mission nicht dienlich. Ein Bücherregal. Keine Klassiker, mehr Fachliteratur. Ich kann nicht genau erkennen, was dargestellt ist. Es könnte aber ein Pelikan sein. Oder ein General. Pelikan oder General? Das Porträt eines älteren Herrn. Langweilig. Das Interessante ist, dass hier und hier dasselbe Bild ist und hier auch dasselbe. Das Porträt eines älteren Herrn. Langweilig. Okay, ich glaube, da brauchen wir nicht gucken bei den Bildern. Das ist einfach nur die. Hier haben wir eine Steckdose. Oh, bitte nicht. Ein Mülleimer. Er ist leer. Nicht sehr sinnvoll. Eine Steckdose und ein Dings und ein Kabel. Wehe, das geht. Sehr gut. Wehe, das geht. Das Kabel ist zu gut isoliert. Abisolieren? Und schon ist das Kabel abisoliert. Puh, da muss ich vorsichtig sein. Na gut. Hat es wieder ab? Oder muss ich... Ja, ein Türgriff. Nee, Türgriff, da war ein Türgriff. Da. Ah. Na gut. Und jetzt... Oder lieber doch nicht? Ach, ich brauche mehrere Kabel wahrscheinlich, wa? Na gut. Ach, Gott, das muss jeder wissen, dass das im Inventar ist. Dann so. Welch teuflischer Plan. So, und jetzt könnten wir theoretisch laut rufen, ne? Können wir laut rufen? Ich fasse die Türklinke sicher nicht an. Sie steht unter Strom. Okay. Und warte, jetzt den Zettel, die gucke ich mal an. Brauche ich alles nicht. Jede Menge Papierkram. Allerdings nichts Bedeutsames. Ein Bücherstapel. Uninteressantes Zeug. Okay. Hat sie noch was zu erzählen? Entschuldigung, Miss Taylor? Ja. Was halten Sie von Mr. Graham? Er ist ein guter Agent. Etwas zu steif und humorlos für meinen Geschmack, aber er ist gut. Sie scheinen ihn nicht zu mögen. Ich finde ihn als Mann nicht attraktiv, wenn Sie das meinen. Nein, ich wollte nur... Sie sind also Professor der Psychologie? Nein, Physik. Warum? Ah, ach so.
Ach, hier ist es. Können Sie mal nach Hilfe schreien? Warum? Wollen Sie mir etwas antun? Ja. Nein, ich will die Wache anlocken. Und warum schreien Sie nicht selbst? Ich glaube, bei einem Frauenschrei ist der Soldat weniger vorsichtig. Na gut. Hilfe! Wer ist da drin? Das hat ja gut funktioniert. Ich sehe mal nach, ob die Luft rein ist. Professor? Ja? Gut gemacht. Danke. Noch etwas. Die Lomuzhalle. Ja? Bevor Sie rausgehen, sollten Sie das Kabel wieder abmontieren. Das wollte ich gerade tun. Na gut. Dann machen wir es mal ab. Aber die loben uns alle, ja? Das ist so, als ob wir so einen Initiationsritus hier haben. Können wir das mitnehmen, das Kabel? Na gut. Denn wenn wir was mitnehmen können, dann sollten wir das auch wieder mitnehmen. So, und raus hier. Ich nehme die Waffe mit. Gewalt erzeugt Gegengewalt. Und ich würde mir nur selbst in den Fuß schießen. Okay. Die Maschinenpistole des Soldaten. Der Soldat ist bewusstlos. Ich will den Soldat nicht durchsuchen. Wenn ich ein Bild von seiner Mutter finde, wird mein schlechtes Gewissen nur größer. Kann man den fesseln mit dem Telefonkabel? Interessant, aber nein. Okay. So scheint... warte mal wohl hier. Kaum. Besenschrank? Was ist das da oben? Ach nee, Kisten. Alte staubige Flaschen in verschiedenen Größen und Formen. Nimm mit. Die brauche ich nicht. Kiste. Die nehme ich nicht mit. Das ist nur unnützer Ballast. Da ist Fensterputzmittel, aha. Fensterputzmittel kann man immer gebrauchen. Bodenpolitur? Bodenpolitur. Ja, wahrscheinlich werden wir deswegen gelobt, weil die denken, die sind sonst zu nichts zu gebrauchen. Wozu? Ja, Besen kann man immer mitnehmen. Oh, warte mal. Ich fasse das Ding nicht an. Wer braucht schon eine Rattenfalle? Wenn man ein Rattenproblem hat, dann braucht man eine Rattenfalle. So, was haben wir hier? Hier ist der Korridor. Irgendwie tut er mir ja leid. Dafür, dass Sie ihm einen ordentlichen Stromschlag verpasst haben, sind Sie sehr mitfühlend. Ja, wir sind Wissenschaftler. So bin ich nun mal, Miss Kaltschnäuzig. Ich meinte das als Kompliment. Oh, danke. Aber hier sind wieder dieselben Bilder. Das Porträt eines Mannes. Er sieht aus wie ein Habicht. Cool. Das Porträt eines fetten Knaben. Nicht dick, fett. Das Porträt einer jungen Dame. Leider etwas magersüchtig. Okay, voll die Extreme hier auf den Bildern immer. Das Porträt einer alten Dame. Sie erinnert mich an meine Tante Mary, die mit den falschen Zähnen. Ein Stuhl. Hier, wenn man zum Beispiel hier guckt, so eine Details, ja, die hätten auch einfach einen Teppich hinpacken können, der gerade liegt. Aber sie haben bewusst einen genommen, der schief und krumm liegt. Ich bin nicht müde. Mein Adrenalinspiegel ist ziemlich hoch. Okay, weiß ich Bescheid. Was ist mit dem Tisch hier? Damit kann ich nichts anfangen. Alt und geschmacklos. Okay, dann gehen wir mal hier durch die Archivtür. Ach, hey. Das ist das große Archiv. Das Spezialarchiv, in das wir wollen, ist einen Stock tiefer am Ende des Raumes. Ich war aber noch nie drin. Na dann los. Moment.
Da unten patrouillieren Soldaten. Ich probier mal etwas. Was ist jetzt los? Ist nur wieder was mit den Leitungen. Die Glühbirnen gehen gleich wieder an. Das nervt. Warte, nur wenn mehr als eine Glühbirne auf einmal ausgeht, ist eine Sicherung rausgesprungen. Dann müssen wir rauf zum Sicherungskasten. Na toll, wir sind ja keine Elektriker. Gut, wir machen es so. Ich schleiche mich zum Spezialarchiv. Sie lassen immer dort das Licht ausgehen, wo ich gerade bin. Hier sind die Lichtschalter. Schaffen Sie das? Genau dafür habe ich schließlich studiert. Wahrscheinlich Literatur. Und wieder dem Wahnsinn ein Stückchen näher. Okay, was kommt jetzt auf uns zu? Also, ich gehe runter und Sie leiten mich von oben zum Spezialarchiv. Drehen Sie dort das Licht ab, wo keine Wachen sind. Ich gehe dorthin und stehe immer im Dunkeln. Die Wachen dürfen natürlich nicht zu nahe an mich ran. Ganz blöde sind die ja nicht. Alles klar? Ja, ja. Und immer nur ein Licht aufdrehen, sonst kommen die Soldaten nachsehen und schnappen uns. Genau. Okay, kann ich speichern? Ich kann nicht speichern. Wo ist sie? Sie ist da unten. Okay, die haben hier eine Nummer. Oh nein! Zwei Lampen sind ausgegangen. Oh. Jetzt gehe ich nachsehen. Oh. Fängt das wieder von... Ja, es fängt wieder von vorne an. Ja. Okay, das ist immer eine. Oh, ich glaube, die Wache kommt gerade. Halt! Was machen Sie hier? Mist. Oh nein! Ich, So. Muss ich jetzt hier warten? Halt! Was machen Sie hier? Oh, oh nein! Ich, Vielleicht sollte ich warten, bis der da langläuft, oder? Der dreht scheinbar hier hinten immer seine Runde. Okay. Oh, jetzt kommt er nicht da. Kann ich hier stehen bleiben? Wo ist der andere eigentlich? Oh, der kommt da. Oh, werde ich hier gesehen oder läuft er wieder zurück? Halt! Ah. Was machen Sie hier? Oh nein! Ich, Na toll. Geht das so? Nee. Oh nein! Oh. Zwei Lampen sind ausgegangen. Jetzt gehe ich nachsehen. Okay, das wird, glaube ich, ein bisschen länger dauern. So, kann man das irgendwie beschleunigen? Nee. Ich weiß nicht mal, wo wir hin müssen eigentlich. Müssen wir da hinten hin? Halt! Was machen Sie hier? Ach nö! Oh nein!
Ich, Aber das sah gut aus, oder? Oder da, wa? Mal gucken, ob das klappt. Und dann hier rüber in die 5 oder so. Halt! Was machen Sie hier? Nein! Oh nein! Ich, Okay, nochmal. Wenn man das jetzt... kann man aber nicht. Man kann... Dann könnte man das ein bisschen beschleunigen. So, wo ist die Wache jetzt, die andere? Man sieht das echt schlecht. Da läuft er gerade. Ich glaube... Jetzt. Oh nein! Nein. Zwei Lampen sind ausgegangen. Jetzt gehe ich nachsehen. Oh. Verdammt, ich. Das kann sich nur um Stunden handeln. Verdammt ich. So, komm. Jetzt muss ich warten wieder, bis der Schatten hier langläuft. Da läuft der Schatten gerade. So, jetzt kann ich, glaube ich, rüberwandern. Jetzt muss ich warten, bis der da rumläuft. Komm. Halt! Was machen Sie hier? Oh nein! Ich, Ich hätte vorher schon ansetzen sollen. Ist doch doof, dass die trotz der Dunkelheit die Sachen sehen. Das ist doch bescheuert. So, komm. Das ist aber echt Timing hier. Oder ich muss unten noch stehen bleiben, bis der Typ seine Runde komplett abgelaufen ist. Na, geht das jetzt? Bin ich richtig? Die Sequenz läuft noch. N will zurück. Dann wollen wir mal. Was? Wie, sie will zurück? Oh, ich glaube, ich bin verkehrt gelaufen. Jetzt werden wir entdeckt. Okay. Komm. Der bleibt... Oh, gut. Na,
Das ging ja noch mal gut. Und? Die Tür dort ist mit einem Code gesichert. Ich komme nicht rein. Vermutlich hat eine der Wachen den Code. Es könnte ja mal was brennen. Das heißt, wir müssen die Wachen ausschalten. Genau. Am besten wäre es, beide Wachen gleichzeitig auszuschalten. Na toll. Ich schau mal darunter. Aber leise und vorsichtig. Ja, na toll. Falls mich die Wachen entdecken sollten, können sie das Licht ausmachen und ich renne weg. Guter Plan. Okay, guter Plan heißt aber, ich speichere erstmal. So. Wo sind wir denn? Enthaler Lichtschalttafel, das ist das Ding, was wir benutzt haben? Eine Schalttafel. Hier werden alle Lichter für diesen Raum ein- und ausgeschaltet. Nein, ich will die Wachen da unten nicht noch nervöser machen. So, da haben wir ein Luster. Tolles Ding. Ich muss vorsichtig sein, damit mich die Wachen nicht entdecken. Was soll ich denn jetzt machen? Halteringe? An diesen beiden Karteischränken sind Halteringe befestigt. Deutsche Flagge. Die, glaube ich, die laufen jetzt da hinten bloß immer hin und her, ne? Schnell die Flagge des tausendjährigen Reiches. Wofür könnte ich die wohl verwenden? Ich habe keine Ahnung. Eine dunkle Stelle haben wir hier. Der Boden hier ist etwas schmutzig. Können wir hier sauber machen? Das ist der Mission nicht dienlich. Ich brauche etwas, um die Politur in den Boden zu reiben. Okay. Jetzt ist die Flagge so richtig eingesaut. Und dann jetzt einreiben, richtig? Na, das glänzt ja. Und es ist sehr glatt. Warte mal, können wir das hier wieder? Wo waren das hier? Hier, Halteringe? Ging das? Nee, ne? Eine Stolperfalle. Irgendwas passiert jetzt. Dann rufe ich mal. Hallo? Ah! Ah! Oh, der schöne Helm. Na bitte, geht ja. Weißt du, das kriegen die Geheimagenten hier überhaupt nicht auf der Reihe. Können wir das Kabel wieder mitnehmen? Das hat uns jetzt schon zweimal gute Dienste geleistet. Lieber nicht. Okay, alle guten Dinge sind drei, wollte ich gerade sagen, aber nun gut. Aha, ein Notizbüchlein. Ein kleines Notizbuch. 493. Warum steht das wohl hier drin? Tja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er sich den Code aufgeschrieben, weil er sich nicht merken konnte. Diesen super komplexen Code. Was hat er noch? Er hat nichts Interessantes bei sich. Und er? Er hat nichts Interessantes bei sich. Okay, dann können wir jetzt hier wahrscheinlich zur Tür gehen. 493. Na, hab ich super gemacht, ne? Super. Das hier ist das Spezialarchiv. Die Dokumente müssten da drinnen sein.
Dann versuche ich mal, einen Weg reinzufinden. Sie sind ja enthusiastisch. Sie haben wohl Blut geleckt. Nein. Ich habe einfach nur Angst und will das möglichst schnell hinter mich bringen. Ich kann nur einige Linien ausmachen. Eine Blume? Ein Panzer? Okay, wir gehen mal gleich zur Tür hier. Zu. War ja klar. Eine Tür. Mit Griff, aber ohne Schloss. Seltsam. Hier ist eine Klappe. Sie ist fast nicht zu sehen. So, offen. Hinter der Klappe ist eine Art Türöffner. Na denn? So, was war es? Vier? Vier? Hä? Ah, jetzt, okay. Ein bisschen seltsam hier wieder wandert. Vier, neun. Was hatte ich aufgeschrieben? 493. Dang. Na, das war ja nicht so schwer. Nicht schlecht, Professor. Und dann rein da. Dann werde ich mal suchen. Überall müssen Sie Ihre Flagge haben, ja? Hier ist ein Lesetisch. Ein Lesetisch. Sieht abgenutzt aus. So ähnliche Tische gibt es in meinem Lehrsaal in der Universität. Schließfächer, Aktenschrank, da gucken wir mal da. Lauter Aktenordner, total verstaubt. Diese Ordner hat schon lange niemand mehr angefasst. Also können die Dokumente, die ich suche, nicht drin sein. Das klingt logisch. Ein Bild, hässlich. Arbeiter, die in den Himmel blicken, sehr pathetisch. Marschierende Soldaten. Wie künstlerisch. Sehr patriotisch, die Flagge über dem Lesetisch. Diese Ordner hat schon lange niemand mehr angefasst. Also können die Dokumente, die ich suche, nicht drin sein. Können wir die Flagge nehmen? Das ist der Mission nicht dienlich. Wie denn? Nein. Das Bild lässt sich kippen. Aha. Auch ein Schlüssel. Mit so vielen Schlüsseln lässt sich sicher etwas anstellen. Ist aber nicht gut versteckt dann. Verschiedene Schlüssel. Lass mich raten für die Schließfächer. Wir probieren jetzt alle durch. Oh. Tja. Ach du Gott. Hier ist nichts Wichtiges drin. Also B wie Bombe ist es nicht. Was war das andere? Uran, ne? Oh, ja, 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 macht's richtig besonders schwer. Unten muss ein Dings sein. Der muss einen dünnen Strich haben. Nein, der passt nicht. Okay. Der passt nicht. Ah, da fehlt doch ein Ding. Warte mal, der hier. Nee, der nicht. Oh. Es muss das Schloss sein. Eins von denen, so komplex wie die hier sind. Der muss auf der... Auf der unteren Seite muss er eine Stange haben. Nach unten hin.
So wie der hier. Technisch würde der so ja funktionieren. Oh, wie Uranbombe. Ha! Sehr gut. Ich vergleiche einmal die Pläne aus dem Kaiser-Wilhelm-Institut mit denen hier. Muss das jetzt sein? Sonst übersehe ich etwas und wir müssen noch einmal hier rein. Schon gut. Tja, die gute Nachricht ist, dass dieses Raketenantriebssystem niemals funktionieren wird. Zumindest nicht in den nächsten paar Jahren. Da sind zu viele Unbekannte in den Berechnungen. Und die schlechte Nachricht? Die Uranbombe funktioniert nicht. Und das ist schlecht? Was? Ach so, nein. Schlecht ist, dass die eigentlichen Berechnungen richtig sind. Nur der Implosionsmechanismus ist nicht richtig aufbereitet. Mit etwas Denkarbeit ist das aber hinzukriegen. Implosionsmechanismus? Ja, man braucht eine Initialdetonation, die dann das Uran zur kritischen Masse zusammenpresst und so die eigentliche nukleare Spaltung auslöst. Und genau da haben sich die Deutschen etwas verzettelt. Sie wissen aber eine Menge darüber. Tja. Es ist nämlich... übrigens steht hier auch, wo die Produktionsstätte für den Prototypen dieser Uranbombe ist. Wo? Haigerloch. Scheint ein kleines Städtchen in der Nähe von Stuttgart zu sein. Guten Abend. Vielen Dank für Ihre aller Bemühungen. Oh. Darf ich um die Dokumente bitten? Oh. Danke, Professor Russell. Ich darf mich vorstellen. Von Bresnitz. Ich darf mich dafür bedanken, dass Sie mir nicht nur die kompletten Dokumente liefern, sondern auch noch den Ort der Produktionsstätte. Und die Hilfe eines, wie mir scheint, Experten. Ich wollte diese Dokumente schon seit einiger Zeit, aber, wie soll ich sagen, unkooperative und zutiefst misstrauische Elemente der Waffen-SS haben mich daran gehindert. Dankenswerterweise habe ich heute Abend einen Grund, um dieses Amt zu betreten, ohne gleich die Aufmerksamkeit meiner Neider auf mich zu ziehen. Englische Spione. Das Propagandaministerium wird sicher sehr erfreut sein, falls es davon erfährt. Nun benötige ich nur noch Ihre Hilfe, Professor Russell, um diesen Fehler mit dem Implosionsdruck zu eliminieren. Das werde ich nicht. Ich werde Sie nicht darin unterstützen. Ich denke doch. Andernfalls wird Herr Graham liquidiert. Falls Sie dann noch immer unkooperativ sein sollten, ist Fräulein Taylor als Nächste dran. Das kann ich gar nicht. Sie verstehen? John! Bitte! Ich rede mit Herrn Professor Russell. Ich habe also keine andere Wahl, als zu tun, was Sie wollen. Das sehe ich genauso. Wir sind in ein Gebäude in einem anderen Teil Berlins gebracht und verhört worden. Sehr unangenehm. Und das ist untertrieben. Wunderbar, Herr Professor. Sie haben das Problem also gelöst. Wie Sie sehen, sind Herr Graham und Fräulein Taylor noch am Leben. Ja, das... Aus den Dokumenten geht hervor, dass das deutsche Oberkommando wartet, bis das Raketenantriebssystem und die Uranbombe fehlerfrei einsetzbar sind. Da das Problem mit dem Implosionsdruck ja jetzt ausgemerzt ist, habe ich keine Veranlassung, auf die Entscheidung dieser Bürostrategen zu warten und verzichte auf das Antriebssystem. Ich werde die Bombe komplettieren lassen und sie einsetzen, um das Ende dieses Krieges einzuleiten. Das können Sie nicht machen! Ich kann und ich werde. Professor Russell, Sie werden mich nach Haigerloch begleiten. Wer weiß, vielleicht müssen Sie Ihre Berechnungen ja überarbeiten. Aber ich dachte, Sie wollten Peter und Anne freilassen und... Herr Professor, so naiv sind Sie doch nicht. Wenn ich Ihre zwei Komplizen freilasse, kann ich mir Ihrer weiteren Kooperation doch nicht mehr sicher sein. Und woher weiß ich, dass Sie die beiden nicht trotzdem umbringen? Das wissen Sie natürlich nicht. Was zum Teufel? Schaltet das Licht wieder ein! Was auch immer gerade passiert. Ah!
Oh, mein Hinterteil. Zum Glück stand der Lastwagen da. Ich sollte nicht zu lange bleiben. Bald werden von Presnitz Männer hier suchen. Ich kann die Soldaten hören. Ich verstecke mich hier erstmal. Der LKW ist weggefahren. Jetzt kann ich mich freier bewegen. Dieser Verdammte von Presnitz! Irgendwer muss uns überwacht haben, seit wir in Berlin sind. Sonst kann doch niemand... Und irgendwer hat mich im Dunkeln aus dem Fenster geschubst. Das war kein Zufall. War das N oder Peter? Von Presnitz scheint ja schon einen Plan zu haben, was er mit der Bombe anstellen wird. Und ich habe ihm alles in die Hände gespielt. Oh nein. Ich kann nur versuchen, zurück nach England zu kommen. Oder nach Haigerloch, was viel gefährlicher ist. Allerdings erwartet das niemand. Ja. Ja, das mache ich. Na gut, John Russell. Dann wollen wir den Deutschen mal zeigen, wozu ein fähiger Geist imstande ist. Ich bin ja in der Nähe vom Hauptbahnhof. Von dort komme ich sicher nach Haigerloch. Natürlich nur, wenn mich keine deutsche Patrouille schnappt. Okay. Das ist jetzt interessant. Wir wurden also überwacht. Irgendjemand hat wahrscheinlich den von Presnitz, wie auch immer, den komischen Typen, ne? Zu uns geleitet, wer auch immer das war. Irgendjemand hat uns runtergeschmissen, wahrscheinlich genau der andere. Vielleicht war es sie, vielleicht war es er. Wer spielt hier ein doppeltes Spiel? Das weiß man eigentlich nicht. Gut, hier an der Stelle ist erstmal Feierabend für heute. Das Bett ruft, denn morgen ist wieder ein langer Tag. Und ich sag schon mal gute Nacht, schlaft gut und wie gesagt, schön gesund bleiben und bis demnächst. Euer Firefox.